Servus Freunde, herzlich willkommen aus der Schweiz, aus Verbier. Hier ist dieses Wochenende der European Donald Cup. Genau, wir fahren gerade hoch zum Trackwalk. Jakob, der schneidet gerade ein paar Grimassen. Genau, wir gucken uns die Strecke an, ist heute relativ lang. Ich habe mich einfach angemeldet, bis Anu gestern meinte, ja, die wären 7 Minuten da runtergefahren. Ich fahre eigentlich wieder nach Hause, ne? Nein, wird cool. Wir schauen uns die Strecke an. Ich nehme euch mit. Viel Spaß mit dem Video vom Tag 1 aus Verbier. Let's go! Ja, aber du passt trotzdem rein. Über den Wolken. Fahren seit 20 Minuten hoch. Also oh, schon wieder eine fette Lüge. Es sind nur 15, beide Gondeln 10. Beide Gondeln 10. Nein, 8 und 6. Okay. Tut mir leid. Ich habe mich informiert. Darum war ich gestern. Die Strecke wird lang. Ich glaube, wann seid ihr gestern angekommen? Ich will auch wieder. Wer fällt einmal nach Vollgas, voll steil hier. Wir haben die guten Schuhe an. Ja, ich habe auch die guten Schuhe an. Wir sind angekommen, am Start, meine Freunde. Checkboard, wo man mal keine Probleme hat. Jungs, wer da springt? Hilfe. Ja, doch, das geht schon. Wir starten auf jeden Fall schon mal sehr knackig in die Strecke oben. Bis wohin fliegen wir? Da nach rechts, dann kann man so weit auf jeden Fall. Das hat so ein bisschen was von Schlappming mit den ganzen. Ach, das geht. Also bis jetzt hast du hier ganz schöne Schlappming-Vibes mit den steilen, engen Kurven. Aber sieht noch gut aus. Sieht gut aus. Ich hab Bock. Aber beim Angucken denke ich immer, ich kann kein Fahrrad fahren. Kannst du auch nicht. Also bis hierhin. Das ist eine Mischung aus Flowtrail, engen Kurven und ein paar Steilen. Wo du hier den Flow siehst, ne, da bist du hier auch mal gern. Ja, nicht ganz Flowtrail, aber. Ja. Du vergleichst es gerade so viel so Blue Sleeve mit Wind im Winterberg oder so, mit so Flowtrail-mäßig, aber. Also, es ist halt Flowtrail-mäßig wie die Downhill im Winterberg, ne? Ja, so. Ich sehe was Böses. Böses Steinfeld. Sehr böses Steinfeld. Das geht, oder? Ja, das geht. Easy, gar kein Problem. Mit dem ganzen Nebel hier hat das schon irgendwie ein bisschen was wie Fort William. Ja, voll. Mitten in den Wolken haben wir natürlich auch schon noch relativ früh. Gerade 10 Uhr oder so. Hier geht's weiter mit Kurven, oder? Gap. Aber dann ist unten komplett Krise. Ja, Gap. Pum! Gib in die Bäume. Da wo Jakob steht, kannst du einmal so leicht vorkanten und dann kannst du runter. Na, ich glaube, hier kannst du aber gut auch außen. Weil bist du ein böser Stein, ne? Ich glaube, die Kurve musst du von außen fahren. Weil zu innen, dann wird es satt. Und was ist, wenn du hier da in diese Steine rein? Ich sehe mich da auch eher. Und dann kurz unterhalb den letzten großen Stein da in die Kurve. Ja, das sehe ich mich auch eher. Das sehe ich auch. Da will ich auch ein Loch reinfahren. Ja, wenn ich da ein Loch reinfährt, dann ist das ja voll kacke. Ja, aber da habe ich Angst vor dem Stein. Hier, genau wo der steht. Da ist die Füße und Stein und dann voll Gas. Okay. Abziehen. Ja, hier ist wirklich abziehen. Easy Ding. Da wirst du aber irgendwo hinfliegen. Geht, aus der Kurve bist du ja nicht so schnell. Der will Bock machen. Junge, kommt mal da runter. Das wird schnell, Alter. Das wird richtig schnell. Knallgas. Macht 10. Ich weiß noch nicht, was die Rad soll. Immer dasselbe. Mach das ja extra schwer für uns. Ja, wie viele Kurven? Ja. Alle hopp. Mhm. Ha ha ha!
Ich find's cool, ich bin ehrlich. Das hier rüber hopsen, dann da muss er erstmal Vollgas bremsen, ey, vor der Kurve. Quatsch. Die fährt sich sowas von kaputt. Jetzt geht's im Wald. Eine Wurzung. Halbwegs trocken. Also ich nehme mit allen Rädern alle Scheiben. Wurzel. Junge. Übel sketchy links oben. Guck mal hier. Oder übel sketchy links rechts unten. Gut, und. Es ist so lang. Denkst du, wärst unten? Das wär's die Hälfte jetzt. Nicht, wenn du einfach außen durchzimmerst, kommst du da gut vorbei. Ach, bergauf, okay. Was ist das denn? Richtig eng. Ich glaube, das kann man so ein bisschen gap. Wenn du hier um die Kurve kommst, eng genug. Sonst links vorbei. Oh nee, hab ich keinen Bock drauf. Wow. Wir müssen ein bisschen hochspringen und drehen. Wenn die erste 100 Meter vom Start sind und so. Ja, ich. Na, von hier? Stein mich freischießen lassen. Ihr seid echt K.O. Hier machen wir keine wilden Sachen mehr. Hier unten bist du so kaputt. Sichere Linien. Gut. Abziehen. Dahin. Da unten muss nochmal abziehen. Mit den Bäumen, ey. Konzentration. Weißt du, das Ding kickt? Hier können wir mal schön, hier können wir mal die Hände aufmachen. Ich glaube, das brauchst du aber wirklich. Das kannst du dem Ziel gar nicht mehr öffnen. Ich ahne Böses, Freunde. Sondern hier. Ja. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, da die Safe Line zu nehmen. Ich glaube, es wird schwierig, auf dem Stand anzubremsen. Was ist das für ein Scheiß? Kommst du nämlich auch besser drauf. Wo willst du da? Wo? Können wir das mal einer erklären? Ja, kannst du nicht einfach hier? Meinst du einfach hier so nach außen? Einfach rollen. Kann man ja außen lang rollen. Endlich wieder Kurven. Die können wir wenigstens fahren. Ich kann ja mal Kurven zählen. Oh! Ich glaube, gleich haben wir es. Reicht dann noch endlich, ey. Wir sind jetzt leider 2 Stunden am Trackwalk dran. Hier ist noch ein Gap. Wow. Aber das musst du wirklich scrubben. Die Landung ist richtig steil. Ja, ist keine so Stufe. Ja. Kommst du hier runtergeheizt und dann kommt hier noch so eine abgefuckte Wiesenkurve. Aber hier, guck mal da. Also, wenn man sich hier legt, ne, dann kann man sich auch umbringen. Weißt du, da hast du das bis nach hier unten geschafft und dann liegt man. Das wäre eine Todesstrafe wert, ey. Oh Gott, der nassen Wiese, ey. Stell dir mal vor, du legst dich hier auf die Schnauze. Ich hoffe, hier fährt sich was Schönes rein. Aua. Ich würde sagen, die Diät hat sich. So Freunde, wir sitzen in der Gondel, Trackhawk ist vorbei, wir haben gerade gegessen, gibt noch eine Turbo-Banane und ja, Respekt ist da, Strecke ist lang und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir unsere Lines finden. Mhm. Genau, also erstmal Strecke heute einprägen ist das Ziel und ein bisschen auf Speed kommen. Genau, wir fahren hoch. Mir ist was runtergefallen. Und zur Strecke, Jungs, wie findet ihr sie? Ist auf jeden Fall sehr anstrengend, nämlich. Sehr viele Kurven. Lang anstrengend, technisch. Eigentlich alles dabei. Ja, eigentlich ist egal. Nur ein bisschen zu lang. Es wird interessant, wie wir uns die Kraft einteilen. Genau. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass wir unser Material nicht schon irgendwo oben kaputt machen, weil die Strecke ist so lange. Da will man nicht mal eben mit dem Platten runterfahren. Also dann ist der Lauf halt wirklich im Eimer. Genau. Ja, wir machen jetzt erstmal Training, schauen wie es wird. Viel Spaß euch. Ich fahre einfach mal in der Altitus, ne? Ja.
sketchy. Boah. Junge, das geschafft. Gut, Pep. Alter, jo. Ich hab gedacht, ich wäre zu langsam. Platt? Oh no. Ja, dann bis gleich, ne? Ich fahr Straße. Ja, du musst eh unten zum Auto, ne? Ah, Kacke. Ja. Joa, Junge. Das ist es nicht. Boah, ab. Junge, meine Hände. Da war, oder? Also. Nee, also einmal alles geht, bei nur meinen Hände. Meiner vom Fahren her. Ja, ja, vom Fahren her geht das. Junge, ich kann die Kurven nicht fahren, das kann ich nicht. Achtung! Freunde, wir haben Dreierpacken gemacht. Und so, es ist gar nicht mal so anstrengend, nur die Arme. Beziehungsweise bei mir ist eigentlich nur die Griffkraft. Ich kam gerade unten ins Ziel und ich habe auf einmal neben meinen Bremshebel gepackt. Und du willst halt bremsen. Du merkst halt, dass du einfach nicht langsamer wirst, weil du einfach nicht wirklich Kraft hast, um deinen Bremshebel durchzuziehen. Nach diesen 5 Minuten oder was das sind. Also es ist schon hart. Viel Hände, aber dafür pustet man wenigstens. Also Luft hat man. Ist relativ cool eigentlich. Natürlich genauso. Hände ist schon echt anstrengend, Alter. Das ist echt krass hier. Ja. Aber dafür ist die Aussicht extrem gut, ey. So ein Skidorf hat man wirklich noch nicht gesehen, ey. Vom Panorama her auf jeden Fall die geilste Strecke dieses Jahr. Na, ja, wobei, Lodin. Ja, Bellwald, Bellwald bin ich nicht. Ja. Strecke macht an sich auch Lust. Ich muss ein bisschen versuchen, die Kurven jetzt noch weiter anzufahren. Am Fahrwerk habe ich meine Gabel, habe ich einen Low-Speed-Click mehr reingemacht. Stehe jetzt ein bisschen höher. Macht auf jeden Fall Sinn bei dem. Also ich. Ja, ging sonst noch mehr auf der Arme. Fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Oh, Freunde, es zieht sich zu. Wenn das jetzt einen Guss gibt, ich sag's euch, wie es ist. Wir fahren jetzt noch einmal runter. Also danach fahren wir auch, aber wenn das jetzt einen Guss gibt. Ich glaube, dann. Machen wir mal Schicht. Regnet eh nicht. Vertrau. Es wird nicht regnen. Na. Deswegen, wir haben keine Regensachen mit, deswegen wird es nicht regnen. Echt? Wir schauen mal. Du hast keine Regenklamotten mit? Im Auto. Ja. Aber ja. Bis wir im Auto sind, dann war 18 Uhr. Ja, okay. Super. Juhu!
Ciao. Hält sich das hier aus? So Freunde, wir wollten eigentlich mal eben nur Pause machen, aber jetzt stehen wir gerade unten am Auto und dann noch eine Abfahrt, aber machen wir nicht mehr. Jetzt wird erstmal hier noch ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, den Lenker kürzen wir, Zentimeter machen wir kürzer und dann schauen wir nachher mal. Ich habe noch ein bisschen was vor. Dann war es weiter vorne. Weißt du, was komisch? So Freunde, ich wollte schon lange machen, so Lenker kürzen. Ich habe nämlich gerade 800 und ja. Ich glaube, ein bisschen kürzer ist cool. Ich stehe sonst ein bisschen zu breit mit dem Arm. So breit bin ich gar nicht. Keine Pfeile, wie das fachmännisch entkratet. Wie? Das kenne ich noch nicht. Oder was für ein Kraten? Erste Seite fertig. So Freunde, Lenker ist gekürzt. Der wird jetzt gekürzt. Der wurde schon gekürzt. Jetzt kommen die Griffe drauf und danach... Müsst ihr natürlich noch für den richtigen Luftdruck sorgen. Jetzt kommen die Griffe drauf und dann... Müssen wir den Lenker noch aufpumpen. Jungs, wie viel Bar fahrt ihr? Also bei Carbon fahre ich immer so 1,8 Bar. Fährst du in deinem Alulenker? Ja, schon so 35 PSI, ne? Vorne ein. Jetzt packen wir einen Bar schon mal drauf. Jetzt nehmen wir den Dämpferpumper. War in Ordnung. Ja, ich hätte Spaß auf der Strecke. Okay. Bekommt, so, 35 PSI haben wir. Jetzt müssen wir schnell. Das finde ich auch ganz schick. Ja, ich finde eher schlimm, die Kurve, die Steine in der Kurve. Den Deckel drauf tun. Oh, ja, ist gut. Hält, ne? Würde ich so fahren. Und schon ist die Karre bereit für morgen. Das ist autistisch, Alter. So, Freunde, das war's mit dem ersten Tag hier aus Verbier. Ich habe schon ein bisschen mit der Strecke zu kämpfen, beziehungsweise besonders meine Finger. Ich bin eben auf den letzten Weg unten gefahren und ich wurde einfach nicht langsamer, weil ich gemerkt habe, jo, die Kraft im Zeigefinger, also womit ich bremse, ist schon relativ gering. Aber gut, wir erholen uns heute Nacht. Hab morgen noch so ein paar Stellen, wo ich mich dran begebe. Eben mal den Lenker gekürzt. Ein bisschen am Fahrwerk haben wir auch noch umgestellt. Schauen wir morgen mal, wie es wird. Genau. Ein bisschen mehr Luftdruck habe ich in der Gabel gemacht. Im nächsten Video seht ihr dann, wie es mit dem Fahrwerk weitergeht. Morgen ist ein Quali. Und ja, ich würde sagen, war ein interessanter Tag. Hat sich gar nicht so anstrengend angefühlt, aber ich merke meine Beine jetzt auch ganz schön krass. Aber gut, das wird morgen wieder. Und dann machen wir morgen einen schönen Tag, schönen Trainingstag, schönen Quali-Lauf. Genau, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns von der Quali. Jos, Verbier. Habt einen schönen Abend.